Zumal kommt was gerade mit dem euch geht es super und ja, willkommen zu einem Video auf dem Kanal, einem etwas anderen Video auf diesem Kanal. Und zwar geht es heute um eine Foodrof Challenge, um eine Duo Foodrof Challenge. Ich bin noch nicht alleine heute, wir sind vier Leute am Start. Ich werde euch jetzt alle nacheinander vorstellen, als ob wir in einem Champions League Finale wären, Bruder. Ihr seht jetzt hier die vier Gesichter, die heute teilnehmen. Du weißt, dass es hart ist, kleine Trachbass schickt dir Basket, was Rap, das was ich mache ist Mob Shit. Dybala, 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 Paulo Dybala. So, wie gesagt, es gibt drei Challenges. Die Bestrafung sage ich euch jetzt. Und zwar gibt es nach jeder Challenge von dem jeweiligen, also zum Beispiel Jason und ich, wenn wir die erste Challenge gewinnen, kriegen Niklas und Jason eine Faust von uns ins Bauch. Das ist ein bisschen an Mois angelehnt natürlich. Grüße gehen da auf jeden Fall raus. Und ja, die Challenges sind wie folgt. Jason und ich werden uns jetzt zum Beispiel hier nebeneinander setzen. Wir werden ein Dreieck-Draft spielen, also zum Beispiel ein Zufallsdraft. Und werden versuchen halt das meiste rauszuholen, also das Beste rauszuholen. Und das gleiche macht dann Jason auch. Wer da besser ist mit Chemie und Bewertung, hat gewonnen. Darf dann der Verlierermannschaft eine Faust in den Bauch geben. Und ja, das war's dann auch mit der ersten Challenge. So, die zweite Challenge wird dann Blind-Draft sein. Und zwar wird der eine die Augen zu verdecken, immer die Nummer sagen von dem Spieler 1 bis 5. Der andere wird dann die Nummer auswählen. Nur die Startelf, die Bank werden wir per Dreieck, also auch per Zufall machen. Und auch wer da das Bessere hat, darf dem anderen Team eine Faust in den Bauch geben. Also ihr seht es schon, alles heute Zufallsprinzip. Und die dritte Challenge, ganz easy, ganz einfach. Ein 1-Minute-Challenge-Draft, also wir müssen einen Draft in 1 Minute bauen. Und auch da, das Verliererteam kriegt natürlich Bomben in den Bauch. Wir haben gerade alle einen Döner gegessen. Wir kommen auch gerade alle frisch vom Livestream, Digga. Und ja, deswegen wird es nicht so schmecken, wenn wir jetzt alle irgendwas in den Bauch bekommen, Bruder. Und ja, dann würde ich sagen, wir können direkt starten, Bruder. Ich werde anfangen mit Crinzy, Digga. Und wir sehen uns dann einfach gleich bei dem ersten Draft. Let's go. So, Crinzy habt ihr alle gerade schon gesehen im Intro und ja, dann würde ich sagen, erstes Draft, let's go. Die erste Challenge war die Dreieck-Challenge, ne? Okay, so, wir haben uns jetzt für die 4-3-3 entschieden, weil wir denken, das ist am einfachsten zu linken. Kapitän werden wir uns natürlich noch selber aussuchen. Ja, nehmen wir mal Messi, weil er am höchsten bewertet ist. Und ja, dann würde ich sagen, Team vervollständigen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inshallah keine Faust. Let's go, Digga. Hatte. So. Keine einzige Ikone, Digga. Keine einzige Ikone, kein... Okay, Barnes und Garincha kommen noch zum Schluss. Wird auf jeden Fall schwer, Bruder. Wird auf jeden Fall schwer. Ich würde mal sagen, wir machen das mal jetzt hier ganz kurz zu Ende und wir sehen uns einfach dann gleich wieder. Okay, Jungs. Das ist das, was wir rausgeholt haben. Richtig, richtig, richtig bad, Digga. Ja, 172er Gesamtbewertung, Alter. 84 Teamchemie, 88 Bewertung halt, wie gesagt. Und ja, das ist das, was wir rausgeholt haben. So sieht das Team aus. Katastrophen, Müll, Kacke, Schwanz, alles, alles. Jede Beleidigung kannst du eigentlich sagen, Bruder. Wir kriegen zwei Flügel-Icon, aber das war's auch schon, Bruder. Flügel haben halt auch nur zwei Links. Und ja, sieht schlecht für mich und Justin aus. Wir haben 172er. Mal gucken, was Jason und Niklas jetzt holen, Digga. So, Niklas und Jason sind jetzt am Start, Bruder. Die haben jetzt hier ihre Formation vor sich und ja, ist ähnlich wie bei uns. Okay, die nehmen die gleiche Formation wie uns. Kapitän dürfen sich noch selber aussuchen. Hauptsache keine Icon ist am Start. Aber wie bei uns Messi und jetzt auch werden, auch sie werden jetzt mit Dreieck ihr Team vervollständigen, Bruder. Mal schauen. Okay, sehr gut, Digga. Keine Icon ist am wichtigsten, Bruder. Und ja, würde ich sagen, wir machen jetzt die Team zu Ende und dann sehen wir uns gleich, Bruder. Da seht ihr es, wir haben ein Full Premier League Team bekommen, das ist unglaublich, Bruder. Wir haben uns einfach so gewonnen, Bruder. Unglaublich. Vielleicht macht die AI hier irgendwelche Faxen und kein... Okay, 181er Squad. Da würde ich sagen, Digga, wir sehen uns einfach gleich bei der Bestrafung wieder. Hier, ja, hier rein. Du bist doch fett, Bruder. Bruder, ich geh weg. Einfach weg. Der läuft stabiler, Digga. Aber was war denn Jason? Dann Jason. Oh, Digga, ich kann nicht mit links. Mach einen, komm. Wir sehen uns gleich wieder. So Jungs, Blind Draft Challenge, ich glaube wir haben jetzt schon verkackt, weil wir die Aufstellung eigentlich hätten nicht machen können. Okay Jungs, let's go Digga, 1 bis 5 immer, Justin wird alles bauen, die erste Startelf und danach werden wir mit Dreieck das Team vervollständigen, ne? Die 4 habe ich jetzt genommen, Digga, okay, dann machen wir weiter mit
Ja? Und der Geflügel? Zwei. Die viert. Rechten Innenverteidiger. Zwei. Drei. Aber nein, das war gut, Digga, dass du ihn getroffen hast, weil du hast sofort ihn gelinkt. Okay. Okay. Und wann? So, den ziehen wir jetzt vervollständigen, Digga, um mit einer Icon im Tor, Digga. Geil. So, haben wir noch einen Link vielleicht? Zeig mal her, ja, Digga. So, das machen wir jetzt. So, das ist das Team, was wir gemacht haben, Bruder. Das war alles gerade zufällig. Ich habe alles so aufgesagt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn wir das Team fertig gebaut haben. So, okay, Jungs, wir haben jetzt fertig unser Team zu Ende gebaut. Und ja, jetzt werden wir noch den Manager aussuchen. Und ja, dann war es das auch schon mit dieser Runde. Also für mich und Crinzy. Wir schauen jetzt noch, was der Manager bringt. Der bringt hier zwei Chemiepunkte. Der kein, der drei, der kein und der auch drei. Dann nehmen wir gleich den Goldmanager. Wir schauen mal ganz kurz, was Justin und ich auf die Beine gestellt haben. Wir haben ein 171er Team, wie fast in der letzten Runde. Und ja, wir werden dann sehen, was Niklas und Jason jetzt holen werden, Bruder. Ich habe keinen Bock mehr, eine Faust in den Bauch zu bekommen. Wir sehen uns aber gleich. Okay, so Jungs, es geht los mit der Runde für Justin, Niklas. Was für Niklas und Jason? Drei. Jetzt kommt linker Flügel, ja? Schon. Fünf. Welcher Stürmer? Always flexing. OKM? Drei. Eins. Drei. Wenn die nicht cheaten, Digga. Wenn die nicht cheaten, ich weiß nicht. Rechte Antwort, Digga. Zwei. Komm, Robert. Drei. Vollständiger. Vollständiger Mann. Ach du Scheiße, Digga. Wenn jetzt hier noch eine Ikone kommt, wir haben verloren. Wir haben jetzt schon 78 Chemie, ach du Kacke, Digga. Das sowieso nicht spüre, dass ich mehr meine Hand. Digga, ich sag mal hier, ich hab hier, Junge. Warum ziehst du denn so viel? Ich meine, das einfach. Ja, man sieht. Das ist nicht meine Schuld, Digga. Wir sehen uns gleich bei der letzten Challenge, Digga. Alhamdulillah, Alter. So Jungs, wir sind jetzt bei der allerletzten Football Challenge angekommen und zwar ist es das 1-Minute-Draft und ja, unter Zeitdruck ein Draft bauen wird natürlich nicht einfach, aber ja, letzte Runde, Bruder, die ersten zwei Runden wurden Justin und nicht geschlagen. Wir hoffen einfach jetzt, dass wir in der letzten und entscheidenden Runde gewinnen. Auch hier wird es einen Extraschlag geben und zwar von meinem kleinen Bruder Yusuf, Digga, der wird auch dem Verliererteam einen Schlag auf den Bauch geben und ja, da würde ich sagen, wir fangen direkt an. Diesmal fangen aber Niklas und Jason an, das ist mir scheißegal, Bruder. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn die anfangen, das Draft zu bauen. So Jungs, eine Minute haben wir Zeit. Ab dem Moment, wo wir die Formation ausgewählt haben, geht das Ganze los. Timer läuft, Jungs. Eine Minute. Let's go. Thank you.
Lasso. Rashford. Okay, das ist der letzte Spieler, den sie aussuchen dürfen. Es ist Neymar. Timer läuft jetzt ab. Und ja, da würde ich sagen, wir vervollständigen jetzt das Team mit Dreieck und dann sehen wir uns einmal gleich wieder, wenn die mit dem Team fertig sind. So, Jungs, Jason und Niklas sind jetzt fertig mit einem 187er Drop. Ihr seht es hier. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Vorlage hier. So sieht das Ganze aus, so sieht das Team aus von den beiden. Und ja, dann würde ich sagen, Justin und ich sind jetzt an der Reihe, Bruder. Und dann sehen wir uns einmal gleich wieder. So, Jungs, das letzte Draft für heute, für das heutige Video. So, wir haben 3-4-3, Bruder. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, diese Formation. Wir brauchen nur unsere Startelf. Ey, ihr werdet so kassiert, ich schwöre auf meine Mutter. Ihr werdet so kassiert. Digga, hör einfach schon auf, Digga. Ich hab schon 192er, Digga. Wir machen eine neue Aufnahme. Das Ding ist, die hätten einfach dieses Draft bekommen, weißt du? Aber ich hab dir gesagt, die sollen ohne anfangen. Und das war so klar. Yusuf, du kannst sagen, wann vorbei ist, ne? Wir. Sind wir nur? Ja, stopp. Jetzt ist der letzte Spieler. Ja, Digga, versucht noch irgendwie noch mehr rauszuholen, Digga. Vielleicht gewinnen wir noch, ne? Na, 92er jetzt schon, Digga. 192? 191. Ihr wollt aufhören, oder? Ja, warte, wir können auch gar nicht schon vorbei. Nein, wir haben nicht mal ein bisschen umgestellt. So, Jungs, schneller ging's eigentlich gar nicht. Wir mussten einfach nichts mehr umstellen. Das ist das Draft, Motherfucker Draft. Und jetzt würde ich sagen, wir kommen direkt zur Bestrafung, Digga. Yusuf darf jetzt mitschlagen, Alter. Let's go, Alter. Bis gleich. Mach hier oder mach hier oder nicht. Hier oder mach hier oder mach hier einfach. Mach wo du willst, aber nicht hier oben, Bruder. Jason. Jason ist stabil, Jason ist stabil. Ich will sie wieder mit Jason schicken, aber ich weiß nicht, ich hab was. Mein Bruder Yusuf, den ihr jetzt hier hinter mir seht, Bruder, der wird jetzt die letzten zwei Schläge verteilen, dann wartet mit dem Video Outro kommen. Gleich, Digga, let's go. So, Jungs, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr wollt, dass wir das Ganze nochmals und öfter machen, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, Digga. Und schreibt gerne in die Kommentare, was wir sonst noch machen können. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind raus. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns am Donnerstag zum Reward-Stream, Bruder. 12 Uhr geht das Ganze los. Ich küsse eure Augen. Peace.